Jetzt geht's hier erstmal dem Vorgarten mächtig an den Kragen. Schnell kann es gehen, einen Baum umzulegen. So, Freunde, was mir aufgefallen ist, immer wenn ich Videos drehe und mich ins Auto setze, ist es immer scheiße kalt draußen. Ich wüsste wirklich nicht wohin mit mir im Anhänger. Ob ich zum Fischen rausfahre, hier im Haus, Anhänger braucht man immer. Jetzt geht's los. So, die erste Fuhre ist mal erledigt und jetzt fahren wir wieder nach Hause und füllen den Anhänger von vorn. So, Freunde, es ist Mittagszeit und schaut mal her, was wir hier Schönes haben. Ich nenne das immer die Elsässer Pizza. Lucy, sag Hallo. Sag Hallo. Hallo, ja. Und danach geht's weiter. So, jetzt. Solange meine Pfälzer Pizza jetzt noch im Ofen ist, kommen wir zum Punkt Nummer 1 diesen Videos. Bei Vollmond beißt es besser. Besser. Man hat in sämtlichen YouTube-Videos schon gehört, dass man gerade bei Vollmond auf Wels angeln gehen sollte, weil es halt so mega erfolgreich ist. Meine Erfahrung letztes Jahr war es definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich habe in diesen Zeiten keinen einzigen Biss gehabt, bis auf einmal. Und zwar ist mir da aufgefallen, dreimal habe ich meine Köder ausgelegt, so wie immer, an irgendwelchen Kanten, wie auch immer. So diese klassischen Spots, die man eben so kennt. Da habe ich nie einen Biss gehabt. Einmal habe ich bei Vollmond allerdings einen Biss gehabt. Und da habe ich mir gedacht, machst das jetzt mal anders und setz deinen Köder eben in den Mondschatten. Und im Mondschatten habe ich einen Biss gehabt und einen Fisch landen können. Mag sein, dass es jetzt einfach nur ein Zufall ist. Nagelt mich da nicht fest, ich bin mir da nicht sicher. Allerdings habe ich da halt tatsächlich einen Biss generieren können. Und dieser Fisch, ich weiß nicht mal, was das für ein Fisch war, keine Ahnung, das war am Neckar, so ein Neckar typisch 1,20 Meter bis 1,60 Meter, irgendwas in dem Dreh rum. Aber ich würde im Grundlegenden sagen, bei Vollmond beißt es nicht besser, beziehungsweise man sagt, also wenn man behauptet, dass es bei Vollmond besser beißt, dann müsste man ja, ich sage jetzt mal, wenn man in der Regel 2 Bisse in der Nacht hat, dann müsste man ja da bei Vollmond 3 oder noch mehr Bisse haben. Und das ist definitiv bei mir nicht der Fall gewesen. Von daher gebe ich dem einen Daumen nach unten. Bei Vollmond beißt es nicht besser. Und nochmal kurz vorweg, das sind eben meine persönlichen Erfahrungen. Mag sein, dass es bei dem einen oder anderen anders war. Bei mir allerdings hat sich dieser Mythos nicht bestätigt. Look at my neck bright, I get that check right. I'm so blessed right, off of that jet pipe, off of that side. I'm in that new coupe, got been fired. I said what I said. Fertig gefuttert. Wieder meine Thermoskanne am Start. Und schauen wir mal. Ich habe mich jetzt eben dazu entschlossen, neue Kameraeinstellungen zu verwenden, weil für diese Art von Videos ist mir aufgefallen, wenn ich alles manuell einstelle in der Kamera, dann
Ja, dann dauert das alles viel zu lang und klappt nicht so dolle. Jedenfalls habe ich jetzt hier noch einen alten Staubsauger gefunden. Wenn ich jetzt schon zur Mülldeponie fahre, dann schmeißen wir den gleich weg. Komm raus, Lucy. Na komm. Komm. Los. Das klappt ja schon mal prima. Punkt Nummer 2. Bei sinkendem Wasser kommt der Biss, habe ich mir aufgeschrieben. Und da muss ich sagen, dieser Punkt Nummer 2 passt ganz genau. Bei sinkendem Wasser kommt der Biss. Ich habe jetzt, wieso ist denn das so dunkel, Mensch? So, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen was verändern in der Kameraeinstellung. Aber jetzt sieht das richtig belichtet aus. Ja, Punkt Nummer 2. Bei sinkendem Wasser kommt der Biss. Das bedeutet für mich, wenn wir eine Phase haben, in der, Lucy, komm, wenn wir eine Phase haben, in der das Wasser steigt und wir, wie soll man sagen, und der Wasserpegel quasi seinen Peak erreicht hat, quasi die maximale Höhe, und dann in dem Moment, wenn dann das Wasser sinkt, dann kommen wirklich Bisse. Selbst jetzt im Winter haben wir das gehabt, jetzt gerade vor 2 Tagen oder wann das war, je nachdem wann dieses Video rauskommt. Jedenfalls jetzt aktuell vor 2 Tagen war ich auf Wels draußen und am Neckar, und da war eben genau der gleiche Fall. Der Neckar ist gestiegen, also der Neckar steigt grundsätzlich nicht so hoch, und dieser halbe Meter ist für einen Neckar eigentlich schon ja eine gute Steigerung, sagen wir mal. Jedenfalls, ich war an dem Tag draußen, an dem der Hochwasserstand, der maximale eben erreicht war, Lucy, weg da, der maximale Wasserstand eben erreicht war, und in dieser Nacht hat es eben angefangen zu sinken, beziehungsweise in dieser Nacht hat das Wasser angefangen an Höhe zu verlieren. Und da kam ein Biss, da kam ein Einschlag, da kam mein heftigster Fisch überhaupt, mein PB beim Welsangeln, 2,47 Meter. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, das bestätigt alles. Letztes Jahr habe ich auch mehrmals die Erfahrung sammeln dürfen, genau die gleiche. Von daher würde ich sagen, zu Mythos Nummer 2, bei sinkendem Wasser beißt der Fisch, stimmt definitiv. Ja, Freunde, jetzt bin ich eingestiegen wieder ins Auto, aber es war nicht so kalt. Wollen wir mal. Aber bei diesen kalten Tagen ist natürlich ein warmer Tee beim Arbeiten das Beste, was es gibt. So, Freunde, dann kommen wir jetzt zum Thema Nummer 3. Multirolle ist besser wie Stationärrolle. Grundsätzlich mit beiden Rollen kann man natürlich perfekt auf Wels fischen. Die eine haben ein bisschen Nachteile, oder beziehungsweise beide Geräte haben Nachteile sowie Vorteile. Ich sage, mit einer Multirolle kann ich besser angeln, weil ich für mich persönlich, ich bin flexibler. Wenn ich einen Stein per Hand auswerfe, jetzt am Rhein, wenn ich ohne Boot unterwegs bin, dann lasse ich mir sowieso, keine Ahnung, 10, 15 Meter Schnur runter und werfe dann erst den Stein aus. Bei der Stationärrolle, den einzigen Vorteil, den ich da drin sehe, ist, dass man Blei auswerfen kann. Dann nimmt man diese Catbombs, diese 350 Gramm, 400 Gramm, 400 oder 500 Gramm Blei, und wirft die quasi einfach nur aus und hat da sein Vorfach eben dran. Das funktioniert mit einer Multirolle natürlich nicht, aber ich persönlich, für meine Verhältnisse, ich nutze das so gut wie gar nicht. Da schmeiße ich lieber einen Stein aus, weil der driftet mir in der starken Strömung eben nicht weg. Und von daher hat sich die Sache für mich eigentlich erledigt. Was für mich aber die Multirolle einen riesen Vorteil hat, ist eben das Auslegen. Wenn ich jetzt meine Köder mit dem Boot auslege, beziehungsweise meine Steinmontage mit dem Boot quasi ablasse, dann habe ich da massive Vorteile, weil ich mit der Stationärrolle, darf ich ja nicht über die Bremse zurückfahren, weil sonst geht irgendwann die Rolle hops, einfach nur wegen dem Verschleiß. Und bei der Multirolle habe ich das Problem eben nicht, da kann ich die Bremse komplett aufmachen, Daumen auf die Schnur,
und ab geht die Post. Das hat mir bei der Stationärrolle schon das eine oder andere Mal den Kragen gekostet, weil ich eben, ich konnte die Schnur nicht richtig festhalten. Außerdem wird die Schnur auch, oder beziehungsweise durch die Reibung, die man dann auf der Haut hat, wenn man den Bügel offen hat und zurückfährt, diese Reibung, die erzeugt natürlich massive Hitze, und da habe ich mir schon das ein oder andere Mal richtig wehgetan in der Hand beim Festhalten. Mit einer Multirolle habe ich da massive Vorteile, weil lasse ich da, gerade wenn es heiß wird oder der ähnlichen, lasse ich da die Schnur ein bisschen zu locker, fällt die Schnur zurück ins Wasser. Und wenn ich jetzt auf Distanz fische, 70, 80, 100 Meter oder sowas, probiere da mal die Schnur wieder aus dem Wasser zu hebeln, ohne die Reißleine am Ausleger zu zerreißen. Das bedeutet, ich muss dann wieder zurückfahren. Jetzt der entscheidende Nachteil. Da erzeuge ich natürlich einen riesen Lärmpegel. Ich meine, ich fahre eh schon mit dem Boot hin, und meine Schraube und der Motor im Wasser und so weiter, das schockt ja die Fische schon so ein bisschen. Und wenn ich dann quasi für umsonst, ja, ich nenne das jetzt einfach mal für umsonst, zurückfahren muss, nur weil mir die Schnur runtergefallen ist, das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber ja, natürlich kann man mit beiden super Fische fangen, und man muss sich, es ist wahrscheinlich auch einfach nur eine Handlingssache, aber leichter ist es dennoch, wenn man einen Daumen einfach nur auf der Multirolle drauf hat, auf der Schnur, und die Rutenspitze hochhält, und dann, wenn man dann zurückfährt, ist mega, mega bequem einfach. Und das Zweite bei der Multirolle ist, dadurch, dass ich da kein richtiges Getriebe habe, beziehungsweise keine zusätzliche Achse, kann da bei der Multirolle natürlich viel, viel weniger kaputt gehen. Nachteil bei der Multirolle ist natürlich der Preis. Die Multirollen sind in der Regel ein bisschen teurer. Warum, weshalb, kann ich nicht verstehen, weil eigentlich ist da weniger Technik verbaut. Vielleicht wegen der Größe her, ich weiß es nicht genau, aber mir ist schon aufgefallen, dass die Multirollen grundsätzlich ein bisschen, also beim Welsangeln, die großen, die sind alle ein Ticken teurer wie die Stationärrollen. Drei ganze Bäume sind es dann heute letztendlich geworden. Hinten habe ich jede Menge Sägespinne. Naja, erfolgreicher Tag, würde ich mal sagen. So, kommen wir zu Punkt Nummer 4, dass die Sache mit dem Echolot nur eine Hilfe ist, um leichter an Wels ranzukommen, um leichter Bisse zu bekommen. Allerdings ist es kein Fanggarant. Ich hatte mir damals nämlich vorgestellt, Andi, holst du ein Echolot, und nach dem Echolot, oder wenn du dann ein Echolot hast, dann springen dir sozusagen die Welse ins Boot. Aber ja, das ist definitiv nicht der Fall. Früher habe ich immer auf Google Maps geschaut, hier müsste ein schöner Platz sein, da könnte man Köder ablegen. Und bin ich so gut wie nie an Bisse gekommen. Ich habe so ganz, ganz selten Welsbisse gehabt. Und beziehungsweise, wenn ich noch überlege, vor 2,5, 3 Jahren oder was, habe ich nie einen Biss bekommen. Und da habe ich die Plätze nämlich ebenso ausgesucht, eben direkt nach Google Maps quasi. Das war so mein Echolot. Und es ist eigentlich total wurscht, ob du bei Google dir irgendeinen schönen Platz aussuchst oder nicht, weil du hast keine Ahnung, was unter der Wasseroberfläche eben passiert, wie der Grund ausschaut. Denn die Welse verstecken sich ja unter Wasser, nicht über Wasser. So viel zum Thema Echolot, weil man hört ja auch immer wieder, mit dem Echolot ist es keine Kunst, Fische zu fangen. Ja, Freunde, probiert es einfach mal aus. Derjenige, der mit dem Echolot draußen ist, der wird mir da wahrscheinlich recht geben. Man fängt dadurch nicht mehr. Es ist lediglich eine Erleichterung. Ob es sich dann überhaupt lohnt, ein Echolot zu kaufen? Definitiv, weil es ist einfach nur, beim Klopfen. Hey, Lucy. Eigentlich ist da nichts
kein Wind und nichts, aber Lucy bellt. Und die bellt ja so selten. Naja, jedenfalls, es lohnt sich definitiv ein Echo sich anzuschaffen, gerade wenn man klopfen möchte, dann... Hey, hörst du auf! Gerade wenn man klopfen möchte, dann sieht man eben die Aufsteiger und man sieht eben die Bodenbeschaffenheit und das ist beim Welsangeln, finde ich, das A und O. Zum Thema Echolot nochmal, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung das Echolot, welches ich jetzt nutze seit einem Jahr. Damit bin ich top zufrieden. Wenn ihr übrigens ein Review dazu sehen möchtet, schreibt mir das gerade runter in die Kommentare. Sache Nummer 5, die ich 2021 bezüglich des Welsangelns lernen musste, und das ist Kontinuität. Kontinuität, Ausdauer, auch mal Niederlagen bzw. Schneidertage mit in Kauf nehmen, aber der am Wasser ist, fängt. Man kann sonst noch die besten Theorien haben und die besten Montagen haben und den besten Spot haben und so weiter und so fort, aber trotz allem heißt es nicht, dass man eben Fisch fängt. Wenn man sich auch die ganzen Profi-Angler anschaut, die auch auf YouTube unterwegs sind, auch die fangen hin und wieder mal keinen Fisch. Das gibt es tatsächlich. Und wer soll es denn sonst noch wissen, wie Menschen, die halt wirklich 200, 300 Tage im Jahr am Wasser verbringen und lediglich mit einem Ziel einen Wels zu fangen. Von daher, Kontinuität ist wirklich wichtig, wichtig. Nicht aufgeben, am Ball bleiben, Niederlagen auch mal einkassieren. Und einfach am Ball bleiben, einfach dranbleiben. Wenn ich mir überlege, ich habe 1,5 Jahre auf Wels gefischt, ohne einen einzigen Fisch landen zu können. Freunde, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 1,5 Jahre habe ich auf Wels geangelt, ohne einen einzigen Wels zu fangen. Selbst nur einen kleinen Wels, einen Mini-Wels, keine Ahnung, Baby-Wels von 20 cm. No way, war nie drin, habe ich nicht geschafft. Und jetzt dann irgendwann mal hat es funktioniert. Und ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Kontinuität zu tun. Dranbleiben, immer wieder aufs Wasser rausfahren, probieren, alle möglichen Spots austesten, alle möglichen Montagen austesten, alle möglichen U-Posen austesten. Und all diese Erfahrungen muss man eben sammeln. Wenn man, so wie ich, 1,5 Jahre ohne einem einzigen Wels geangelt hat, dann hat man, glaube ich, jeden Weg ausprobiert, mit dem es eben nicht funktioniert. Ich glaube, wer war denn das? Newton, glaube ich, hat das gesagt. Wer hat die Glühbirne erfunden? Moment. Das muss ich jetzt nachgoogeln. Jetzt möchte ich mich nicht blamieren. Also, Edison hat die Glühbirne erfunden und Edison hatte damals gesagt, ich habe 99 Wege gefunden, wie man die Glühbirne nicht baut, aber ich habe einen Weg gefunden, wie man sie baut. Und genauso nach diesem Motto sollte man eben an all solche Dinge rangehen. So schaut's aus. Blau, versprochen bis zum geht nicht mehr. Okay, Freunde, das waren soweit die 5 Dinge. Ich gehe jetzt jedenfalls mit der Lucy jetzt noch eine Runde durch den Wald, denn es wird demnächst auch schon Zeit, Abend zu essen. Und gebt euch mal da hinten den schönen Sonnenuntergang. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Vielleicht konntest du das ein oder andere aus diesem Video mitnehmen. Schreib gerade alles runter in die Kommentare, was dir jetzt durch den Kopf geht, ob ich Blödsinn rede oder ob ich richtig liege oder. An der Stelle, bleibt gesund, Freunde, bleibt munter, bleibt unanständig. Ich wünsche euch tight lines, ich wünsche euch verdammt laute Glocken und Bissanzeiger. Und genau. Bis übermorgen.